Ich bin Thomas Neuhaus, ich bin der Sozialdezernent der Stadt Remscheid. Wir sind heute hier, um die Schlüsselübergabe der Gita-Paul-Straße zu machen. Wir haben einen Standort 45 Jahre lang in dieser Straße gehabt, haben diesen Standort aufgegeben, weil die GEWAG eine besonders schöne neue Kita in der gleichen Straße errichtet hat. Wir haben zusätzliche 36 Plätze tatsächlich auch schaffen können hier im Stadtteil, davon alleine 20 Plätze für unter Dreijährige. Mein Name ist Hans-Jürgen Behrendt, ich bin Vorstand der GEWAG, des kommunalen Wohnungsunternehmens hier in Remscheid. Als die Kommune ungefähr Anfang 2016 auf uns zukam und fragte, gibt es Möglichkeiten, einen Kindergarten mit der Gesellschaft zu errichten, haben wir uns erst Gedanken gemacht, wo könnten wir das machen. Wir sind dann auf das Grundstück Paulstraße zugegangen und haben trotz der topografischen Gegebenheiten uns gedacht, das könnte klappen, dort eine vierzügige Kindertageseinrichtung zu errichten. Das Ganze hat dann letztendlich bis Ende 2018 gedauert. Dann war die Bezugsfertigkeit gegeben, aber in der Zwischenzeit waren einige Herausforderungen zu meistern gewesen. Was war das? Sie lagen insbesondere darin, dass das Gelände hier sehr abschüssig ist und für 80 Kinder einschließlich U3 ein Gebäude dann zu errichten, das war schon eine große Herausforderung. Es hat Lösungen gegeben und es war uns auch ganz wichtig, dass Außenflächen in genügender Zahl dann zur Verfügung stehen, um den Freiraum für die Kinder zu gestalten. Ja, mein Name ist Adolf Böker. Ich bin Architekt dieses Kindergartens und wir haben uns über die Herausforderungen, die uns hier nahegelegt wurden, gefreut. Und wenn man heute sieht, wie die Gruppenräume an das Gelände anschließen, dann sieht das eigentlich so aus, als müsste es so sein. Und der Höhenunterschied ist insgesamt, glaube ich, bei 10 Metern. Und das ist auch schon eine ganz ordentliche Höhe, die wir eben überwinden müssen. Das ist im Besonderen zu sehen am Zugang, der ja eben mit 6% Gefälle sein muss und alle 10 Meter darf es dann eine waagerechte Fläche geben oder fast waagerechte Fläche, damit auch Behinderte und Kinderwagen leicht nach oben kommen können. Wer heutzutage baut, beklagt sich häufig über steigende Handwerkerrechnungen. Hatten Sie das Problem auch? Ich sage einfach nein. Die lagen beim Bauherrn No, 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 natürlich. no, no, Wir no. mussten damit auch natürlich fertig werden. Es hat eine Vielzahl von Gesprächen gegeben mit dem Architekturbüro zusammen und wir haben nach Lösungsansätzen gesucht, um hier die Baukostenentwicklung in den Griff zu bekommen. Unsere Erstkalkulation sah anders aus als das, was nachher in der Praxis umgesetzt wurde, was aber nicht zulasten des Ergebnisses gegangen ist, sondern letztendlich dazu geführt hat, dass wir viele Dinge optimiert haben und zu guter Letzt dieses Gebäude dabei herausgekommen ist. Mein Name ist Andre Broich, ich bin die Leiterin der städtischen Kindertageseinrichtung und ich bin in dieser Reihe die Nutznießerin mit meinem Team und den Kindern davon, dass die GEWAG und das Architekturbüro Böker uns dieses tolle Haus gebaut haben und zur Verfügung gestellt haben. Wir haben unwahrscheinlich viel Platz hier, wir haben Räumlichkeiten, die wir vorher nicht hatten, wir haben ein tolles Außengelände und die Bedingungen sind einfach deutlich besser geworden. Und wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt seit dem 17.12. hier in diesem Haus sind. Und wenn jetzt jemand dieses Video anschließend sieht und sich bei Ihnen bewerben möchte mit seinem Kind? Dann darf er das gerne machen. Wir haben das Portal Little Bird. Da besteht immer die Möglichkeit, auch eine Portalvermerkung zu machen. Und wenn ich die dann bekomme, dann lade ich die Eltern ein und zeige ihnen das Haus. Und dann sind sie auf unserer Anmeldeliste und haben eine Chance, einen Kindergartenplatz hier zu bekommen. Demnächst, jetzt nicht. Jetzt sind sie schon ausgebucht. Jetzt sind wir ausgebucht, genau. Aber für die nächsten Jahre bestehen dann ja trotzdem immer noch Möglichkeiten.